Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch die 10 besten Filmländer, zumindest meiner Meinung nach, vorstellen und ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihr zu meiner Liste in den Kommentaren schreibt. Ihr könnt natürlich auch gerne euer Lieblingsfilmland unten in die Kommentare schreiben und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit meinem Platz Nummer 10 hinein. Meine Top 9 stand eigentlich relativ früh fest, aber mit dem 10. Platz, mit dem habe ich echt gehadert. An sich müsste man wahrscheinlich Nigeria erwähnen, weil die nigerianische Filmlandschaft ja wirklich riesengroß ist, aber ich habe halt keine Ahnung davon, deswegen könnte ich eigentlich nichts zur nigerianischen Filmlandschaft sagen und weil es meine Liste ist, hätte es sich falsch angefühlt, dann hier plötzlich Nigeria zu erwähnen. Deswegen habe ich mich dann letztendlich zwischen Schweden und Dänemark entschieden und am Ende, ja, ist der 10. Platz eben an Schweden gegangen. Dass sich letztendlich Schweden durchgesetzt hat, ist auf einen Namen zurückzuführen, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman ist einer der einflussreichsten Regisseure überhaupt und hat unzählige Meilensteine erschaffen. Für mich ist sein großes Meisterwerk Persona ein experimentelles Psychodrama über zwei Frauen mit der bezaubernden Liv Ullmann in der Hauptrolle. Aber auch Herbstsonate oder Das siebente Siegel sind packende Dramen über zutiefst menschliche Geschichten. Das moderne schwedische Kino wird vor allem durch Ruben Östlund geprägt, dessen Triangle of Sadness und The Square clevere Satiren über unsere Gesellschaft sind. Wartet noch 20 bis 30 Jahre und wir sprechen über Südkorea als einen Kandidaten in der Top 5. Denn das südkoreanische Kino konnte sich erst Ende der 90er Jahre, nachdem die Diktatur im Land besiegt wurde, richtig entwickeln, was mir persönlich zu wenig Zeit ist, um Südkorea höher zu platzieren. Trotzdem ist es beeindruckend, wie es sich bereits entwickelt hat. Für mich bilden Park Chan-wook, Bong Joon-ho und Kim Ye-woon die heilige Dreifaltigkeit des südkoreanischen Filmes mit Meisterwerken wie Oldboy, Parasite oder natürlich I Saw the Devil. Aber es gibt natürlich noch Dutzend weitere Filmemacher, welche die südkoreanische Filmlandschaft jeden Tag ein Stückchen besser machen. Schaut also auch beispielsweise Save the Green Planet von Yang Hong-wan, A Hard Day von Kim Seong-hun oder The Battleship Island von Ryo Seong-wan. Die Sowjetunion ist wohl nur nicht noch höher, weil sie 1991 aufgelöst wurde. Bis dahin hat die UdSSR mit Andrei Tarkovsky einen der größten Regisseure überhaupt hervorgebracht. Stalker ist meiner Meinung nach sein großes Meisterwerk, obwohl auch Andrei Rublev monumentale Bilder bietet. Erwähnenswert ist natürlich auch die 7 Stunden lange Verfilmung von Krieg und Frieden, die in Sachen Aufwand nahezu unerreicht ist, oder Komm und Sieh, welcher völlig verdient auf Platz 2 der bestbewerteten Filme auf Letterboxd ist. In der Stummfilmzeit war Sergei Eisenstein mit seiner innovativen Montagetechnik prägend, von daher könnte ich verstehen, wenn viele von euch die Sowjetunion sogar noch ein Stück höher setzen würden. Ich liebe das Hongkong-Kino, weshalb dieser 7. Platz eher auf meine Liebe für die Filme aus Hongkong als auf den tatsächlichen Einfluss zurückzuführen ist. In dieser Liste versuche ich eine Mischung aus persönlicher Meinung und Objektivität an den Tag zu legen, aber Hongkong-Filme liebe ich einfach. Wong Kar-wai als einer der größten Filmromantiker aller Zeiten hatte bestimmt einen Einfluss auf viele junge Filmemacher, genauso wie der legendäre John Woo, dennoch bieten andere Länder deutlich mehr Ikonen des Kinos. Trotzdem liebe ich Wong Kar-wai, John Woo sowie die Filmproduktionsunternehmen Golden Harvest und Shaw Brothers zu sehr, als dass ich Hongkong schlechter bewerten könnte. Hongkong hat von den 70er bis 90er Jahren so viele skurrile, herrlich praktische Projekte umgesetzt, welche genau meinen Geschmack treffen. Sucht auf meinem YouTube-Kanal nach Filmen aus Hongkong und euch wird ein Filmland offenbart, welches mich wie kaum ein anderes begeistert. Da sind wir! Wuhu! Deutschland! Okay, aber genug davon. Deutschland gehört in eine Top 10 der besten Filmländer zwingend hinein, obwohl wir durch die letzten 2 Jahrzehnte wirklich alles versuchen, uns da wieder herauszuschießen. Dafür ist aber die filmische Vergangenheit unseres Landes zu groß und zu wichtig.
Einige der wichtigsten Stummfilme aller Zeiten, wie Metropolis oder Nosferatu, kommen aus Deutschland. Mit Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder und Wolfgang Petersen bietet das Nachkriegskino ebenfalls große Regisseure. Sogar die moderne deutsche Filmlandschaft hat mit Fatih Akin einen tollen Filmemacher hervorgebracht. Im Indie-Bereich gibt es zweifelsohne noch viele mehr. In den letzten Jahren habe ich mich immer stärker in das indische Kino verliebt. Gerade die epochalen Actionfilme von S.S. Rajamouli gehören zu den unterhaltsamsten Filmen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Herausstellen muss ich RRR und die beiden Bahubali-Teile, welche für mich gigantisches Actionkino neu definiert haben. Zudem schaffen es indische Filme, trotz ihrer langen Laufzeit nie langweilig zu werden, wenn man sich auf die Eigenheiten der Filmlandschaft wie riesige Musikchoreografien oder ausschweifende Rückblicke einlassen kann. Dennoch habe ich noch viel zu wenig aus Indien gesehen, um Indien eigentlich hier fair einzuordnen. Ich als Horrorfan liebe das französische Kino für die brutalen Schocker, die innerhalb der New French Extremity entstanden sind. Diese Filme pfeifen auf alle Konventionen und Grenzen. Das Meisterwerk dieser Zeit ist für mich der 2008 veröffentlichte Martyrs, der zu den cleversten, jedoch auch fiesesten Filmen gehört, die ich jemals gesehen habe. Direkt danach kommt wohl Irreversible, der beste und schmerzhafteste Film von Enfant Terrible, Gaspar Noé. Weitere tolle französische Filme sind Holy Motors, Ein andalusischer Hund oder nahezu alles von Quentin Dupieux. Den größten Einfluss auf die Filmgeschichte hatte Frankreich aber zu Beginn der Stummfilmzeit mit dem Visionär Georges Méliès, dessen Die Reise zum Mond eines der frühesten Meisterwerke der Filmgeschichte ist. Ich vergesse häufig ein wenig, wie maßgeblich Italien die Filmgeschichte beeinflusst hat und das sogar in vielen verschiedenen Genres. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an italienische Filme denkt? An legendäre Spaghetti-Western wie Zwei glorreiche Halunken oder Leichen pflastern seinen Weg? Denkt ihr an den Giallo und Dario Argento oder an den Zombie- bzw. Kannibalenfilm? Denkt ihr an den italienischen Neorealismus oder gefällt euch der Surrealist Fellini besser? Ich persönlich denke wahrscheinlich zuerst an Cinema Paradiso, denn kein anderer Film hat jemals die Liebe zum Medium so schön dargestellt. Und kein anderes Musikstück ist so schön wie das Love Theme von Ennio Morricone. Japan bekommt von mir die Silbermedaille als zweitbestes Filmland aller Zeiten. Und das völlig verdient. Das japanische Kino begeistert die Filmlandschaft gerade nach dem Zweiten Weltkrieg mit unendlich vielen Meisterwerken. Im Fokus steht natürlich Akira Kurosawa, der zu den einflussreichsten Regisseuren aller Zeiten gehört. Rashomon, Yojimbo oder Sieben Samurai haben Filmgeschichte geschrieben. Genauso wie die meisterhaften Regisseure Kenji Mitsuguchi oder Masaki Kobayashi. Zudem verdanken wir Japan die spaßigen Kaiju-Filme um Godzilla oder viele tolle Animes wie Your Name, Das wandelnde Schloss oder Die letzten Glühwürmchen. Ich könnte noch stundenlang weitermachen und euch erzählen, was für geniale Meisterwerke aus und durch Japan entstanden sind. Es ist wahrscheinlich fast unmöglich, die USA nicht auf den ersten Platz zu setzen. Ich habe versucht, eine Argumentation zu finden, aber mir ist da ehrlich gesagt nichts eingefallen. Die USA ist das größte und beste Filmland. Punkt. Das liegt natürlich an der hohen Anzahl an Produktionen, die aus den USA kommen, aber die Qualität ist einfach ebenfalls unfassbar hoch. Wir regen uns über viele Blockbuster aus den USA auf, doch Studios wie A24 sind ein starkes Gegengewicht. Viele der einflussreichsten Regisseure kommen aus den USA, genauso wie mein persönlicher Lieblingsfilm Hereditary. Ich glaube, dass es unnötig ist, hier jetzt die wichtigsten Werke der US-amerikanischen Filmlandschaft aufzuzählen. Es sind einfach zu viele und ihr kennt sie doch eh. Trotzdem steht zumindest meiner Meinung nach fest, die USA ist das beste Filmland aller Zeiten.
Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben mit eurem liebsten Filmland. Ich bin schon sehr auf eure Kommentare gespannt und ich hoffe, dass wir uns dann auch wiedersehen zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz wundervolle Zeit und bis dann. Tschüss.